Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einer letzten Spielereihe-Folge von diesem Spiel. Mein Name ist Hauke Lase, guten Tag. Wir sind im Pussy-Modus, das bedeutet, die Gegner machen alle 50% weniger Schaden. Wir werden dadurch zwar nicht stärker, aber die machen halt weniger Schaden. Und ich habe ein gutes Gefühl, weil wir einfach gut sind. Und wir haben jetzt auch mehr Schaden ja als beim letzten Mal, weil wir jetzt A mit Kraftdinger rum hier rumrennen und nicht irgend so ein Müllmumie-Ding haben, der einfach keinen Schaden reinballert. So, sondern das sind die Dinger, die hier ordentlich Damage reinhauen. Die Kraftschädel sind zwar langsam, haben auch ihre eigenen Nachteile und die anderen haben natürlich ihre eigenen Vorteile. Aber weißt du was, wir gehen diese Runde komplett auf Kraft, komplett auf physisch und das wird unser Ding sein. Ah, töten sich alle gegenseitig und nehmen mich mit. Ja, weil ich weiß, so leid es mir tut, ich schaffe einfach nicht das Spiel im normalen Modus. Schaffe ich einfach nicht. Weil wir uns auch einfach nicht overpowered kaufen können. Erhöht den Schaden durch Geschosse. Wenn ein Gegner besiegt wird, besteht eine Chance, dass sie explodieren. Auch, irgendwie kriegen wir auch keine schönen Items, ne? Magie. Erhöht um 10%. Haben wir irgendwas, um das zum Beispiel auszutauschen? Weil es sind ja nur 10%. Ja, mit den Fertigkeiten würde ich sagen, ne? Obwohl fertig, ja doch. Dann machen wir das und tauschen das gegen das. Gewöhnlich gegen gewöhnlich. Komm. Dann tauschen wir noch einmal. Wenn ein Boss besiegt wird, bei einer Landung und erhöht nochmal um 25%. Ich meine, das mit der Landung ist jetzt nicht so toll. Fügt bei Landung auf Gegnern, ne? Das heißt, man müsste auch ein bisschen rumspringen und so. Aber wir nehmen die 25% halt mit, ne? Wäre natürlich wiederum besser als das hier oder halt auch besser wie das, weil das hat ja auch 25. Erhöht Magie 4 Sekunden lang. Weißt du was, wir nehmen das und tauschen das gegen das. So. Boom. Was klar. So, ich hoffe, das ist der letzte jetzt. Wir sind komplett auf physisch, auch wenn wir eine kleine Magieattacke haben. Das ist egal. Bam, patsch. Wir müssen am Ende richtig viel Damage reinhauen. Pam, pom, pom, klack, 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 patsch. Hey, hey. So, Totengräber. Leider nicht gereiht mit den Knochen. Hatten wir den Totengräber auf Legendär? Ich weiß das gerade nicht. Ich weiß, dass wir den hochgeballert hatten, aber hatten wir den auf Legendär? Aber dass man leider auch nicht nachgucken kann, ne? Wir spielen das mittlerweile so lange, dass ich mir das einfach nicht merken kann. Ich kann es mir einfach nicht merken. Schnauze. Hi. Hier für dich. So, was haben wir hier? Ja, würde ich ja gerne nehmen, aber ich darf ja nicht. Wurde mir ja in den Kommentaren verboten. Aua, hör mal auf. So, die erste ist schon mal weg. Komm mal. Seh nix. Hab nix. Darf nix. Komm mal. Ja, du bist unten. Jetzt stirb. Junge, Junge. Was hartnäckig. Der Raider. Das brauchen wir nicht. Vereinte Herzen, wenn du diese 10 verwendest, werden du und dein Irwisch miteinander verbunden, wobei alle deine Fähigkeiten rotiert werden. Wir nehmen die Knochen. Bumm, und damit haben wir genau ein Handwit. Und dann, damit kommen wir direkt zu ihr.
und wir werden nun, wünsch dir was. Ich schenke dir einen Wunsch. Lobpreise mich. Lobpreise mich, habe ich gesagt. Guck mal, wenn ich so zuhaue, kriegen wir Freunde dazu. Teleportiert sich beim Sprinten vorwärts und erzeugt gleichzeitig ein Spiegelbild von sich selbst, das einen V-Schlag ausführt, bevor er verschwindet. Schaden verursacht. Der letzte Angriff der Kombi erzeugt Spiegelbilder. So, das kennen wir ja. Und das ist jetzt hier halt neu, diese Spiegelbilder. So. Erzeugt bis zu 5 Spiegelbilder von sich selbst, die erscheinen und zufällige Gegner angreifen. Bewegt sich und führt 5 Dingsen aus. Verschwindet im Rauch. Okay, wir testen mal. Bam, 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 bam. Und? Pum. Das macht irgendwie gar nicht so viel Schaden, ne? Aber vielleicht kriegen wir ja auch noch den einen zum Fähigkeiten tauschen. Weil dieses Flaschengeistschlag verschwindet im Rauch, verursacht Schaden halt. Erscheint erneut und führt und betäubt, bevor. Ja. Ich mach nochmal. Wir achten mal auf ein paar Zahlen. 100. Das war's. Wir haben einen getroffen, obwohl wir da mittendrin waren. Ist jetzt nicht der Hit, ne? Hallo! Komm mal, jetzt gehen wir einfach hier. Pam, pam, pam. Und wir treffen einfach alle gleichzeitig. Guck mal, ich kann jetzt hier oben stehen und da hinten wird er einfach angegriffen. Aua. Guck mal, da oben wird er einfach mit angegriffen. Mein Spiegelbild. Wow, Batsch. Kling. Nice. Also der ist ja auch... Ich finde ihn gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde ihn gut. Nein, da oben. Ach man. Völlig verschwendet. Wir brauchen jetzt nur noch eine hammergeile Lizenz. Machen unsere Wichtel überhaupt irgendwas? Bringen die irgendwas? Erhöht Leben. Hey. Erhöht Leben und erhält 2. Weg. So, sind jetzt alle weg? Junge, Junge. So, 2x Mut. Das heißt, verstärkt physisch. Eigentlich, wir müssen das nehmen. Ja, wir würden jetzt hier 20 Leben zwar kriegen, ist egal, aber Mut geht hoch. Um 2 Stufen. Das heißt, wir gehen von 40 auf 100. Das heißt, der hier hat quasi 60% Magie, hier denkst du drauf. Wir dürfen halt nur nichts austauschen, was Mut hat. Guck mal, den zum Beispiel nicht. Aber den könnten wir weg, der hat keinen Mut. Oder hier, der hat Mut. Angriffstempo, der könnte weg. Ja. Richtig hinsetzen. Nachfolgende denkst du, ja, der kann eigentlich auch weg, ne? Ich meine, diesen einen Schaden da. Dann nehmen wir das hier. Schmeißen wir den weg. Obwohl, das ist einzigartig, aber ganz ehrlich. So, was ist denn Dunkelmagie? Mithilfe normaler Angriffe. Schaden verursacht, besteht eine Chance zu vergiften. Ja. Jetzt haben wir 20 Leben sogar mehr. Ja, endlich mal ein bisschen mehr Leben. Aber 60% mehr Schaden machen wir jetzt, ne? Eiskalt 60% mehr Schaden. Dank des Mutes. Und wenn wir noch mehr Mut bekommen. Warte mal, wo ist Mut? Also ein Mut noch und wir hätten 145 Angriff. Alter Falter, du. Also ein Mut am besten noch. So, das hier gewährt eine Barriere. Magie und auch nur Kacke. Und wir haben eh kein Geld. Um uns zum Würfeln und so. Was ist das da oben? Windiger Sturm, wenn du diese erzeugten Greif mit befindlichen Schleudern. Komm, wir nehmen den erstmal. Damit wir was Anständiges haben. Schnauze da oben. Pam, 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 pam. Und pam, 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 patsch, 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 patsch.
Oha. Der Berserker. Hatten wir den Berserker schon? Weil der ist auch physisch, ne? Dieser Schädel trägt immer die Knochenschrei. Stößt ein Kriegslauf, der Schaden verursacht und Angriffstempo erhöht. Stürmt vorwärts. Ich meine, unser Minotaurus haben wir noch überhaupt nicht verbessert, ne? Also, wir könnten den noch tauschen. Dann bräuchten wir nur noch 100. Bei denen bräuchten wir noch 130. Basierend auf der Menge der verlorenen LP wären wir sogar noch stärker. Bis zu 80%. Erhöht das Angriffstempo um 50%. Warte mal. Kretsche, Wutkretsche. Ich nehme den mal eben. Hatten wir den schon? Oh, ich weiß es nicht. Nee, den hatten wir noch nicht. Okay, wir nehmen jetzt ihn. Wir haben getauscht. Ohoho. Power, 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 sage ich nur. Power, Power, Power. Zack, 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 zack. Boom. Oh, ich glaube, wir haben den da oben beschworen, ne? Nee, doch nicht. Huiung, Batsch, weg. So, nächster Boss. Hui. Oh, guck mal, wie cool. So, mal gucken, ob wir den easy schaffen. Rauf da, rauf da. Weg da, weg da. Rauf da, rauf da. Aua. Komm, rauf da. Attacke. Ja, komm mal. Und wie viel Leben haben wir verloren? 40? Ah, du kannst ja gar nichts. Was kriegen wir? Bild halt. Wenn du diese Essenz verwendest, werden alle deine Angriffe 5 Sekunden lang zu Crit. Ist schon besser als sowas, ne? Weil dann können wir den benutzen und dann richtig Damage reinhauen. Und alles wird zu Crit. 5 Sekunden lang. 5 Sekunden? 5 Sekunden. Wuhu! Ist schon nice, ne? Kannst du mal ein Abo da lassen. Und dann geht's weiter. Hast du ein Abo da gelassen? Ich danke dir. Diese Zahl hier muss hoch. Sie bleibt immer viel zu lange auf einer Stelle. Beziehungsweise es sind jetzt sogar wieder welche runtergegangen. Schweine. Nein, auch einer weiter wäre Dingsen gewesen. Habe ich nicht gesehen. Guck mal, oh, hast du gesehen? Alles Crit hier, ey. Guck mal, das wären dann alles so Crits, weißt du? Eigentlich mega gut. So, ich quatsch schon mal mit ihm, obwohl der da noch steht. Beachtet mich überhaupt nicht. Ist ja dieser Kopierer, ne? Das ist ja der. Nochmal 50%. Noch ein Mut. Erhöht basierend auf den Gegnern zufügenden Schaden. Also stackt sich das denn wirklich? Also haben wir dann 3 Sekunden lang 140. Kriegen wir 2 davon. Aber allein die 50% ist schon besser als dieses Sprinten-Ding, oder? Jetzt sind wir zwar ein bisschen langsamer. Aber egal. Wir haben jetzt richtig viel Power. Wir brauchen Power. Und dann durch unsere Angriffe. Immer. Doch, wir kriegen da doppelt unten. Unten steht das doppelt. Das heißt, wir haben jetzt 140. Jetzt. Wenn da unten steht 70. Weil, guck mal, da unten steht 2 mal 70.
Bumm, weg. Hier, bam, bam. Bam, bam, bam. Und jetzt haben wir 240. Geil. Alter, das stackt sich ja. Ich hab mega... Ah! Bam, bam, bam. Guten Tag. Guten Tag da drüben. So, jetzt nehmen wir aber wieder Knochen, ne? Oh, da kommen ganz viele. Boom, alle weg. Kommt noch mehr? Gar kein Problem. Boom. Gar kein Problem. Einmal durchklitschen. Aua. Pam, 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 pam. Zack. Dicker Schädel. Was gibt die? Knochen. Gut. Und jetzt nochmal einen dicken Schädel. Der Samurai. Macht auch physisch, ne? Das wäre jetzt mein Tempo. Hinterlässt auf angegriffenen Gegner eine Markierung. Und die Markierung macht wahrscheinlich stärker oder so. Stürmt vorwärts, schlitzt den Gegner auf. Ja. Aber leider nicht heute, ne? Leider nicht heute. Komm. Oh, 30 Knochen nur noch. So, da, was haben wir hier oben? Wenn Sprintschaden verursacht wird, erhöht sich physischer Schaden 2 Sekunden lang um 4. Mut haben wir ja jetzt volle Pulle. Wenn Sprintschaden verursacht wird. Ist das hier Sprintschaden? 2 Sekunden lang um 4% und das maximal. Mal gucken. Gegen was? Gegen das hier? Ja, ne? Die 10%, dafür kriegen wir ja eventuell die. Komm, machen wir so. Missile-Rüstung. Und dann gucke ich mal. Das zählt anscheinend nicht. Und so? Ja, das ist das. Also das ist... Guck mal, da müsste ich immer so machen. Bum, bum, bum. Und das unten stackt sich das. Auf bis 20. Zwei Sekunden lang um 4. Ach so, wir haben jetzt 80. Ja. Das benutze ich ja nicht wirklich, oder? Also eigentlich, klar, könnte man machen, aber hiermit haben wir das halt nicht, ne? Hier, mit ihm haben wir gar... haben wir das nicht. Egal, ich mach das einfach weg. Was haben wir hier? Schritte des Phantoms. Wenn du diese Zeit verwendest, bewegst du dich hinter den Gegner. Schieß mich tot, weg. Magieangriff, Magieangriff. Pro Kill. 3 Sekunden lang. Brauchen wir bei einem Boss nicht. Nachfolgende Angriffe. Beim Tauschen. Weißt du was, ich trinke hier. Soll ich eine Cola trinken? Ach komm, wir trinken uns. Wir trinken eine Cola. Wir trinken eine Cola, dann sind wir wenigstens voll. Hallo. Zang, 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 zang. Ja, bumm. Quatsch. Aber jetzt, wo ich das weiß, kann ich ja immer so zack. Immer so einmal reinstürmen. Huch, ah, Hilfe. Und das dann mal eben einmal machen. Puff. Verstärkt den Schaden der nächsten physisch alle 3 Sekunden um 20. Basierend auf der Anzahl der im Besitz befindlichen Kraftschädel. Wir haben 2 Kraftschädel um 80. Und wir kriegen Mut dafür. Okay. Das heißt, wir könnten einen mit Mut natürlich rausschmeißen. Zum Beispiel den. Ja,
dann nehmen wir das dafür weg, ne? Jeder abklingende Dingsen. Oder das. Erhöht beim Tauschen 12 Sekunden lang Angriffstempo. Ja, das möchte ich schon gerne behalten, Angriffstempo. Gerade bei unseren Kraftschädeln ist das schon echt wichtig. Ja, dann kommt das hier weg. Und wir haben zwei. Guck, da unten zwei Eistees. Achso, nee, das ist wegen den zwei Karten. Okay, jetzt haben wir nochmal 80%. Mal gucken. Da, unser Schädel aktiviert, unser Knochen hat sich da unten aktiviert. Dieser hier. 3 Sekunden. Guck, jetzt, bumm. Jetzt ist er aktiviert. Cool. Also, wir sind voll auf Damage. Ich wüsste gerne echt, wie viel Damage wir eigentlich haben, ne? Das würde ich echt gerne wissen. Und wir machen ja auch extra Schaden, wenn ich von oben komme. Durch die Schuhe. Wenn ich so runter stürme. Boom, batsch. Hatten wir schon mal. Bomben weg. Gefühl kriegen wir hier irgendwie gar... Einmal säubern, obwohl wir eh nicht krank waren. Tag. Wie kannst du das sagen? Ach, Schnauze. Komm, alles schon Krebs reinhauen. 5 Sekunden lang. Bitte. Da. Einfach weg. Einfach weggeniedet. Einfach weg den Rotz. Wenn du diese Zens verwendest, beschwörst du das uralte Totem an den Gegnern. Haru bleibt 10 Sekunden lang an deiner Seite und erhöht die Regeneration deiner Abklingzeit. Ich nehme die Schädel. Schade, wir haben noch keine 100. Ja, tut mir leid, wir haben noch keine 100. Aber vielleicht jetzt. Huhu, einfach weggemacht. Bam, bam. Nein, 10% mehr Schaden kriegen wir jetzt. Wie kannst du das wagen? Alter, wir machen aber alle schon ganz gut One-Hit, ne? 23. Reicht. Geil. Wir haben sie. Wir können den Berserker hier auf legendär machen. Pam, 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 pam. Patsch. Oha, ein großer, ein großer. Pam, 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 pam. Ja, großer ist weg. Ja, easy. Ist schon eine gute Runde, ne? Komm, jetzt schaffen wir das ja wohl. Was haben wir hier? Erhöht physisch und Magie. Wenn du höchstens also für den Boss. Richtig gut. Okay, was weg? Wir könnten einen Mut wegmachen. Weil wir haben 9 von 8 Mut und mehr geht eh nicht. Dann machen wir die 25 hier weg, ne? Die stinknormalen 25. Dafür kriegen wir ja 70. Bong, datsch. Weil das mit dem Schuh ist ja auch noch gut. So, hier haben wir nichts mehr. Oh, beschwört 20 Sekunden lang einen Rabensoldaten, der alle 5 Sekunden nahen Gegnern zufügt. Wenn du diese Zens verwendest, kehren die Soldaten in die Unterwelt zurück und erzeugen einen Wirbel. Oh, wenn wir jetzt Dingsen hätten, ne? Wenn wir jetzt auf Magieschaden gehen würden, dann wäre schon nice. So, erhöht Crit, Temposchädel. Alle 4 Sekunden täuschen, links, nö. Dann nehmen wir lieber sowas hier. Sprintdistanz, ja. Aber Heilung.
Ja, dann gehen wir. Schädel brauchen wir nicht mehr. Oh, weg mit dir. Pam. Patsch. Patsch. Putsch. Klatsch. Weg. Auch weg. Bam. Klatsch. Rupp weg den Mist. Hui, baum, ein Buch, Müll. Wir müssen echt mal auf Dingsen gehen, ne? Eine Runde mal auf Magie gehen. Erhöht Angriffstempo, okay. Ich muss mal eben hier kaputt machen. Gut. Hup, auf weg, nice. Hallo. Den Dicken, den räume ich einfach so aus dem Weg. Einfach weg mit dir. Einmal zur Seite, bitte. Ja, eigentlich haben wir schon richtig gute Sachen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, ne? Mehr brauchen wir nicht. Alles, was wir haben, ist schon wirklich... Also, ich würde hier auch auf nichts verzichten wollen im Moment. Ja. Selbst Mut. Mut ist einfach zu gut. Das heißt... Weg. Also, wenn du als Zuschauer mir jetzt sagst, du da draußen, dass ich Müll-Items hab. Das Müll. Alter, dann. Dann, Alter. Dann gibt's richtig. Dann, ich ködel dich an, ist mir egal. Ich nehme meine Ködel und bewerf dich damit. Wenn du jetzt sagst, ich habe Müll-Items, alter Falter, du. Und wenn du sagst, ich habe nur ein einziges Müll-Item, dann kriegst du auch einen einzigen Ködel trotzdem ab. Sagst du, ich habe zwei Müll-Items, dann kriegst du zwei Ködel ab. Sagst du, ich habe drei Müll-Items, dann kriegst du, ja, vier, genau. Lass mich rein. So, dürfen wir uns überhaupt noch verbessern? Kommt nicht danach direkt die Dingsen? Kriegen wir ihn überhaupt noch auf legendär? Ich hoffe. Wäre ja sonst so schade. Ich habe hier 100 Knochen bei mir. War einfach ja weggerottet. Pam, 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 pam. Easy. So, jetzt nehmen wir gleich unseren Crit-Ding. Jetzt. Scheiße, scheiße. Nicht verschwenden. Critten, critten. Ja, easy. Einfach reinkritten. Einfach reinkritten. Bumm, Batsch. Aber doch, es kommt doch noch ein Job jetzt, ne? Meine Damen und Herren, ist das eine gute Runde oder ist das eine gute Runde? Schalte ein. Bis nächstes Mal. Tschüss. Und ein Abo da lassen. Sehr gut. Wir sehen uns übermorgen. Haust da rein.